Moin, liebe Freunde der Nekromantie, und willkommen zurück zu einem neuen Part von Undead Horde. Ja, wir haben den Wald beim letzten Mal von den Lebenden befreit und, was für ein hübscher Schädel du doch hast. Lass mich ein paar Sprüche wirken, um ihn noch nützlicher zu machen. Grizzly-Menschen, 1000 Punkte und verzauberter Bärenschädel. Angriffstempo von Tieren plus 20%, Einheitenschaden 8%. Nett. Nett, nett, nett. So, gucken wir mal weiter. Haben wir hier was freigeschaltet? Genau. Ich werde jetzt aber gleich erstmal gucken, dass wir nochmal in unsere Krypta zurückkommen, denn wir haben ja schon einige Sachen wieder zusammengesammelt. Auch was Besitzurkunden angeht. Unterweltbrücke. Ah, ich weiß, welche Mission das ist. Ja, an die erinnere ich mich. Ziemlich gut sogar. Ja, genau. Endlich. Wir warten schon seit Jahrzehnten auf den Erwählten. Die Brücke über den Abgrund ist blockiert. Allerdings können wir sie wieder in Betrieb nehmen, wenn du die Kristalle findest, die diesem Ding Energie liefern. Die geistlosen Lebenden haben sie überall in den Katakomben verstreut. Der erste, da bin ich mir sicher, ist im Lager der Orks auf dieser Ebene zu finden. Graf Abalon. Graf Abalon. Okay. Weiß Bescheid. So, dann gucken wir mal eben. Armer der Kommandant. Das lese ich jetzt nicht mehr vor, das habe ich jetzt mehrmals vorgelesen. Die tüchtige Sense, die wir nicht benutzen können, weil sie Stufe 6 braucht. Und wir kriegen die gute, akkurate Axt, die wir ebenfalls nicht nutzen können, weil wir dafür noch zu schwach sind. Dankeschön. Und noch eine Besitzurkunde. Ein Schwert für Stufe 4. Akkurates Schwert. Gucken wir uns mal an, alles. Das verkaufen wir auf alle Fälle. Das auch. Die Sense kann auch weg. Das kann auch weg, der Schädel. Den haben wir völlig umsonst geholt. Die Axt behalte ich, aber die Axt kann weg. Die andere Axt ist noch stark genug. Die können wir noch nutzen. Gut, dann kehren wir zurück und beginnen den nächsten Bereich, die Untergrundbrücke. Also ihr merkt, das geht Schlag auf Schlag hier. Wir schreiten im wahrsten Sinne des Wortes weiter voran. Und hier gibt es zwei Geheimnisse, wie ich gesehen habe. Mal gucken, wo wir die finden werden und wie wir sie finden werden. Oh. Das sind Orks, tatsächlich. Neue Gegner, keine Menschen zur Abwechslung. Dieses Mal sind es Orks. Oh. Der hat uns... shit! Da waren wir gerade doch ein bisschen unterlegen, würde ich mal sagen. Arise, my minions. Vorwärts! Ich dachte doch nicht, dass ich so leicht aufgebe, oder? So leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Geht doch. Ui! Untote Helden, ein fauliger Gestank erfüllt die Katakomben, als irgendwas in der Truhe entweicht. Vielleicht weiß der Wächter der Krypta, was hier geschehen ist. Sprich mit dem Wächter der Krypta. Gibt's hier kein Geheimnis? Ich bin fast der Meinung, dass es hier irgendwo ein Geheimnis gab. Ja, hier. Jawohl, Geheimnis gefunden. Ork-Schatzkammerschlüssel. Nehmen wir gleich mit. Sehr schön. Wunderbar. Dann haben wir das Geheimnis schon mal entdeckt. Wusste ich doch, dass es hier ein Geheimnis gab. So. Hauen wir mal die Truhe weg. Dann können wir das Tor hier unten öffnen. Die können wir, glaube ich, noch nicht öffnen. Beziehungsweise können wir, glaube ich, schon aufgrund des Schlüssels. Und natürlich haben übrigens auch die Orks ihre Behausung, um die wir uns kümmern müssen.
Ne, ist ja klar. Gibt ihnen einmal Feuer und einmal vampirische Wirkung. Was anscheinend nicht sehr viel bringt. Oh doch. Mehr als ich dachte. Kommt her und helft mir gefälligst. Oder auch nicht. Stehen einfach nur rum und warten, was ich mache. Scheiße. Könnt ihr mich mal beschützen, bitte? Das wäre sehr nett, danke. War klar. So. Ist ja unglaublich hier. Alles muss ich selber machen. Zerstört die Ork-Behausung. Euer einziges Zuhause. Und das Ding ist auch kaputt. Und wir kriegen nochmal einen Vampirring dazu, der vielleicht sogar stärker ist als der, den wir jetzt haben. Gut, dass wir so viel Mana haben momentan. Ist übrigens die letzte Hütte schon. Also das heißt, die nachkommenden Gegner, die spawnen nicht mehr nach. Schon mal gut. Ich hoffe, ich übersteuere übrigens nicht. Sprich mit Abalon. Kommt zu mir, meine Gegner. Meine Gegner. Meine Horde. So, eigentlich lohnt es sich nicht, aber ich nehme es trotzdem schon mal mit. Ring des Verzehrens. Da liegt noch ein gutes Schwert rum. Das nehmen wir natürlich auch mit. Ich weiß übrigens nicht, wie das ist, wenn man einen Bereich verlässt und die Items bleiben liegen. Ob die dann verschwinden oder ob die da bleiben. Das kann ich nicht sagen. Da bin ich tatsächlich überfragt. So, dann kehren wir mal kurz zum Grafen zurück. Jawohl. Geh jetzt und aktiviere einen der Energiepfeiler. Welchen haben wir denn? Ah, den blauen. Okay, den ersten Kristall haben wir damit schon mal. Sehr, sehr gut. Hallöche, Popöchen. Was geht bei euch? Ork-Kriegerstatue freigeschaltet. Jawohl. Sehr gut. Hier gibt es ein paar nordische Runen. Also sieht zumindest sehr nordisch aus. Was das wohl bedeuten soll, wer weiß. Unheilvolle Präsenz. In diesem Raum gibt es eine unheilvolle Präsenz. Du spürst, dass etwas Wertvolles in der Nähe versteckt ist. Untersuche den Raum der Stadt, um einen der Kristalle zu finden. Ich weiß nicht, was es mit dem Wächter der Krypta auf sich hat. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen... Ich werde jetzt extra nicht deswegen zurückkehren. Ich sage euch auch gerne, warum. Aber wenn wir das nämlich tun, setze ich der Bereich zurück. Und dann können wir nämlich alle Orks nochmal töten. Da habe ich ehrlich gesagt nicht so die große Lust drauf. Wenn ich ehrlich bin, ich bin nämlich froh über jeden Fortschritt, den wir hier machen können. 40.000 haben wir schon auf dem Konto. Mein lieber Herr Gesangsverein. Die Runen könnten ja damit zusammenhängen, weil das ja ein finnisches Studio ist. Ne? Also skandinavisch. Du hast uns erweckt. Jetzt stirb. Nein, werde ich nicht. Steingolems greifen wir uns an. Die übrigens keinen Giftschaden mögen anscheinend. Du hast unsere Belohnung verdient. Was haben wir denn hier? Guter Besohammer und irgendein Amulett habe ich gerade aufgesammelt. Gelber Kristall, da haben wir ihn. Gilt als Geheimnis übrigens. Unheilvolle Präsenz. 1000 Gold, 2000 Erfahrungspunkte. Sehr schön. Schädel der Tollwut hatte ich gelesen und dann, ja, und dann irgendwann noch was mit Beso. Ah, gucken wir doch mal. Nein. Keule werde ich hier nicht nehmen, aber den Vampirring werde ich auf jeden Fall nehmen. Was haben wir hier noch? Können wir auch nicht gebrauchen. Was ist das hier? Ring des Verzehrens. Kadaver, nee, verzehren die Einheit mit den höchsten Schaden. Das klingt zwar auch nett, aber
So die Sache, ne? Gut, das verkaufen wir alles. Den Kristall können wir eh nicht verkaufen. Wollen wir auch nicht, weil den brauchen wir nämlich. Gut. Okay, wir haben aber immer noch ein zweites Geheimnis. Oder war es das Geheimnis? Nee, das war das Geheimnis, ne? Sogar, glaube ich, ne? So schnell kann das gehen mit den Geheimnissen, ne? Wir gucken einfach erstmal weiter. Vielleicht finden wir ja noch weitere Schlüssel oder was auch immer es hier noch alles gibt. Erstmal zerstören wir hier die Barrikaden. Kann ja wohl nicht sein, dass hier die Barrikaden sind. Tor ist versperrt, das war klar. Bonefinger. Klingt auch nett. Oder Bonefinger. Je nachdem, wie man es nennen will. Schatz! Die Orks haben gewaltige Mengen Gold in der angrenzenden Kammer gehortet. Diese Beute sollte dem Bösen gehören. Den Schlüssel haben wir dafür schon. Den haben wir schon geborgen. Arise, my minions. Ich weiß vielleicht, wo der Schlüssel zu finden ist, aber zuerst musst du mir etwas verschaffen. Im Palast hier drunter gibt es diesen Fürsten. Eins hat er mir etwas geraubt. Es ist ein ganz besonderes Schwert aus Knochen. Bringe es mir und ich verrate dir etwas über den Schlüssel. Den wir eigentlich schon haben, aber egal. Machen wir trotzdem. Aber bevor wir das machen, würde ich gerne den Bereich erstmal so säubern, damit wir den Bereich gefahrlos betreten können danach. Denn es gibt nur noch 28 Gegner hier. Danach gehört der Bereich ganz uns. Und wie man sieht übrigens, wir sind ziemlich schnell unterwegs. Schneller als unsere Kreaturen lieb ist. Deswegen, die brauchen auch ziemlich lange, bis sie alle da sind. Ist aber nicht schlimm. Eine hängt sogar noch ein bisschen hinterher, wie man an der Minimap sieht. Sieht übrigens lustig aus irgendwo. Gut, hier hast du jetzt einen Schlüssel, der dir den Weg zur zweiten Ebene öffnet. Du musst auch noch die anderen Kristalle finden. Sie sind hier irgendwo. Die Katakomben, 2100 und 5000 Erfahrungspunkte sowie den Schlüssel zur Katakomben-Ebene 2. Energiekristalle. Die Brücke muss vollständig errichtet werden, damit sie zu passieren ist. Das Böse muss 3 weitere Kristalle finden, um die Brücke zu aktivieren und einen Weg in die Wüste zu öffnen. Ja, ein Kristall haben wir aber schon gefunden, nämlich den gelben. Dadurch kommt ein weiteres Teil der Brücke hervor. Charge. Oh, das war falsch. Hier habe ich mich übrigens gefragt, tatsächlich, ob sie hier weitermachen wollten und dann einfach nicht mehr wollten oder nicht mehr konnten. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass diese Tür nicht umsonst da ist. Vielleicht wollen sie ja früher oder später noch einen etwas weiteren Bereich mit einbauen. Ich weiß es nicht. Man kann nur gespannt sein. Oder vielleicht sollte es auch einfach so sein, dass man einfach denken soll, hier war mal was und dann ist das einfach eingestürzt. Das kann auch sein. Ich weiß es nicht. Man müsste die Entwickler mal fragen. Auf jeden Fall holen wir uns erstmal den Ork. Gibt nochmal ein bisschen Geld. Sehr schön. Und da kommen schon die anderen Orks uns entgegen. Ich glaube, das sind sogar alle. Bin mir jetzt gerade noch nicht sicher. Da flog irgendwas. Stab der Flüche. Und da fliegt Dolch rum. Alter Schwede, scheint echt alle zu sein. Oh oh. Au, 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 au. Au, 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 au. Ich bin weg. Ha, ich bin schneller als sie. Mist. Da kommen mir zwei entgegen. Da steht sogar noch einer. Ach, Scheiße. Ich hätte gedacht, ich würde die so klein kriegen, aber nee, anscheinend schaffe ich das noch nicht alleine. Noch nicht. 4 sind noch übrig. Na komm, das werden wir ja wohl schaffen hier, hallo. Wäre ja wohl der Hammer, wenn nicht. Komm zu mir. Entfesselt mit mir zusammen das Böse.
Destroy them. Zwei sind noch übrig. Okay, so öffnen wir die Tür. Das ist gut, weil dann können wir nämlich uns gleich Lebensenergie verschaffen. Oh. Bevor wir nämlich draufgehen. Muss ja nicht sein. Strike them down. Jawohl. Besitzurkunde der Unterweltsbrücke. Damit haben wir auch den Bereich gesichert. Sehr schön. Hier geht keine Gefahr mehr von aus. So, dann können wir jetzt nämlich uns gefahrlos dem Bereich hier nähern. Ich finde das mit dem Schädel auch so cool. Zerschmetterter Palast. Einst war dies der Unterweltpalast eines einflussreichen und toten Fürsten. Aber seitdem wurde er durch die Lebenden verscheucht und einer der Kristalle verbirgt sich in seinen Ruinen. Wenn du dem ehemaligen Fürsten einen Gefallen tust, wird er dir vielleicht helfen, weiter voranzukommen. Weiter voranzuschreiten. Hinfort, du üble Kreatur, sonst mache ich aus dir einen Haufen Knochen. Aber ich muss meinen Hammer gar nicht beschmutzen. Du wirst im Schauder dieses dunklen Dungeons ohnehin verschlungen werden. Verschwende. Und mach den Kopf zu. 101 Gegner, 3 Gebäude. Alter. Okay, das wird krass hier. Ach, hier gibt es, glaube ich, eine neue Art von Gegner, ne? Erzherzog Mortis. Willkommen in meinem einzherrlichen Palast. Die Orks gehen hier seit Jahrhunderten ein und aus und zuletzt sind noch einige Skorpione eingezogen. Dieser Ort braucht eine ordentliche Säuberung. Bist du einer solchen Aufgabe gewachsen? Wir könnten mit den Skorpionen anfangen. Töte genug Skorpione, um die Beschwörungsstatue für die Skorpione freizuschalten. Sollten wir hinkriegen. Auch wenn die Skorpione ein bisschen stärker sind, wie man sieht. Aber deswegen sind wir ja hier, um sie freizuschalten. Ja, wie gesagt, die Jungs und Mädels sind nicht ohne. Ich bin alleine. Super. Das finde ich jetzt gar nicht toll. Au, die tun echt weh. Die tun echt weh. Muss ich kurz mal... Das war das Gift. Scheiße. Okay. Merken ist nicht gut. Was du gesehen hast, war die Seele eines lang verstorbenen Helden, die entwichen ist. Das Buch kann nicht weit sein. Ganz bestimmt halten die Orks hier irgendwo hier in den Katakomben gefangen. Du solltest ihn aufspüren und retten. Okay. Finde das Buch. So, das lese ich nicht nochmal vor. Ein Hammer, den ich nicht benutzen kann. Sehr schön. Aber wir sind ja bald Stufe 6, so lange ist es nicht mehr hin. Aber trotzdem verkaufe ich den lieber. Ist ja unglaublich, du. Sterben wir einfach. Was sagt ihr dazu? So, den erhöhen wir mal auf Stufe 3. Die Keule ist stärker als unsere Axt, aber das war es dann auch. Naja, hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Wie sieht's mit unserem Hellivender aus? Ich finde die Andeutung so geil auf Ollivender. Ich finde das so geil. Verhühnerung? Nö. 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 Gut. Green, was hast du mit deinen Schädeln Schönes aufzubieten? Vergiss es. Was hast du Feines aufzubieten? Nö. Auch nicht wirklich hilfreich. Schwarzmarkt heißt das übrigens. Und was gibt's Schönes an Büchern? Erhöhen wir gleich mal auf Stufe 3. Tribut werde ich übrigens auch noch kräftig zahlen. Feinde können deine Wiederbelebung nicht verhindern. Das klingt natürlich gut. Dann würde ich das Buch tatsächlich eher mitnehmen. Weil es geht mir die ganze Zeit so ein bisschen auf den Keks, dass der Gegner unsere Wiederbelebung unterbrechen kann. Bin ich ja ehrlich. So, Stufe 3 auch nochmal für die Ringtante. So, was haben wir denn hier? Ring der Vampire, der schwächer ist als der, den wir haben. Also brauchen wir eher weniger. Aber der Ring der Flammen ist ein Ticken stärker. Deswegen kaufe ich den aber nicht. Gut, dann stellen wir uns nochmal unsere Garde zusammen. Unsere Garnison quasi.
von dem wir schon einige mitnehmen können. Wir haben ein paar Orks freigeschaltet, aber die Bogenschützen stehen uns noch nicht zur Verfügung. Schade, ändern wir aber. So, und dann kämen wir zurück zum zerschmetterten Palast, der übrigens ein Geheimnis beherbergt. Alter Schwede, wir haben viele Quests vor uns. Charge. Und damit haben wir schon mal zwei Skorpione. Und wie man merkt, die Skorpione scheinen auch gar nicht so teuer zu sein für uns. Kommt her. Kommt zu mir. Und unsere Skorpione sind grau und nicht gelb. Ist auch interessant. Und wir kriegen Giftschaden. Unglaublich. Na komm, geh kaputt. Danke. Wir kriegen Giftschaden, das ist nicht nett. Da hinten sind noch weitere. Ich finde das übrigens gut, wenn wir im Inventar sind, dann pausiert das Spiel auch tatsächlich. Also man kann wirklich nicht sagen, dass das Spiel unfair ist. Also es ist wirklich fair. Muss man wirklich sagen. Also da kann man wirklich nichts gegen sagen. Wenn ich da mal an so ein paar andere Spiele denke, ist das Spiel echt fair. Oh, ich glaube, ich sollte mich mal ganz schnell... Hilf dem weißen Skelett. Dieser Typ hat einen kleinen Anfall, als seine Frisur verrottet ist. So ist er viel spaßiger. Ich muss mich erstmal heilen. Danke. Bevor ich nämlich am Gift zugrunde gehe. Nochmal. Einmal reicht. So, damit haben wir die Skorpione erledigt. Wir können sogar zwei von denen gleich zurückholen. Die Hühnerbrüder sind die Herrscher der Unterwelt, aber ich selbst bin auch im Imperiumsgeschäft. Ich werde dich brauchen, damit du sie mir vom Hals schaffst. Mein rosa Partner kann ich hineinbringen, falls du an ihn rankommst. Rosa Partner? Rosa Skelett, ah ja. Das dürfte nicht sonderlich schwer sein, denn es gibt hier, glaube ich, einen geheimen Schalter, da haben wir ihn schon. 12 von 48, jawohl, sehr schön. Und dann natürlich gibt es auch hier wieder Skorpione. Destroy them. Ist doch klar. Sonst wäre es jetzt so einfach. Und wir sind aufgestiegen. Nein, sind wir nicht. Aber jetzt sind wir aufgestiegen. Und wir haben die Skorpion-Statue freigeschaltet. Deswegen kam das nämlich. Wir nehmen den Imperator. Rosa Skelett. Boah, endlich mal jemand anderes als diese Skelett-Skorpion-Typen. Skelett-Typen. Skorpion-Typen. Jau, deinen Schlüssel habe ich hier. Diese Hühner werden sowas von durchdrehen. Tja. Das war das Geheimnis dieses Bereiches. Okay. Erzherzog Mortis. Sehr gut, jetzt solltest du den Weg in die untere Ebene durch dieses Tor finden. Die Skorpione werden hilfreich sein. Allerdings hat dieser Riese einen der Brückenkristalle gestohlen, hinter denen du her bist, um ihn seiner Steinsammlung einzuverleiben. Du musst diesen Riesen wohl ausschalten, bevor du dort weiterkommst. Toll, auch das noch, ein Riese. Attack, my minions. Alles dabei hier. Riesen, Skorpione, Orks, ist alles dabei. Alles, was das Herz begehrt. Man hat nichts ausgelassen. Du kannst es nicht verhindern, mein Freund. Nicht solange ich mein Item habe. Lass mich raten, hier lungern jede Menge Skorpione rum, natürlich. War ja klar. Wäre ja sonst so einfach. Strike them down. Oh ja, und wie viele vor allen Dingen hier sind. Alter. Huch! Da gleitet ein Skorpion über den Boden. Wie kann denn sowas passieren? Das sind mir ein paar zu viele. Rise and obey. Brauchen wir ein paar Orks. Natürlich können sich die Skorpione währenddessen in Ruhe heilen.
Das ist immer so das Blöde. Die Gegner heilen sich vollständig. Nein, ich will nicht sterben. Ich sollte mich raushalten. Aua! Toll. Da konnte ich nichts machen. Das Vieh musste mich unbedingt zwicken und schon bin ich tot. Super. Vielen Dank auch. Zwickt mich die Sau einfach. Ist ja unglaublich. Elendiges Vieh. Zwickt mich einfach. Jo, ich werde jetzt mal ein bisschen Tribut zollen. Ne, aber dadurch werden die Items nämlich neu gemischt. Und es kann immer so mal sein, dass ein richtig gutes Item mit dabei ist. Es kann passieren, es muss nicht notwendigerweise passieren. Aber es kann passieren. Und das bisschen Geld kann ich ruhig ausgeben. Das ist nicht das Problem. Ah, guck mal hier. Schaden pro Treffer. Geht schon mal in die Höhe. Und sogar noch besser als die andere Axt. Nicht schlecht. Können wir die schon mal verkaufen? Was haben wir? Oh, mitnehmen. Kommandobeschränkung plus 16. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist, da kann man mitarbeiten. Auf jeden Fall. Ich sehe gerade, wir haben gleich schon wieder Partende. Alter, wir haben so viele Aufgaben da unten. Aber erstmal dürfen wir sämtliche Gegner nochmal ausschalten. Na, super. Ganz toll. Slay the living. Die Orks rennen von... Ups. Die Orks rennen vor uns weg hier. Wir haben alle keinen Bock. Die wollen nicht kämpfen. Die Orks. Die haben keinen Bock auf uns. Vor allem, die hauen die Skorpione ohne Ende. Orca? Was ist das denn? Orca-Statue, okay. Interessant. Follow my lead. Interesting. Attacke. Ich wollte gerade sagen, greift ihr bitte die Skorpione an. Und da wurde was gespawnt. Schädel der Nachtkönig. Mhm. Sehr gut. Schneller Schädel. Sammeln wir auch schnell ein. Ich würde das tatsächlich erstmal in Ruhe lassen. Es kann sein, dass wir das später vielleicht nochmal brauchen. Den Brunnen. Deswegen lasse ich den erstmal in Ruhe. Und schnappen uns erstmal den anderen Brunnen. Wo die anderen Skorpione noch warten. Ja, bei Skorpion muss man leider so ein bisschen aufpassen. Weil die ja eben halt noch diesen Giftschaden mit dazu haben. Au. Rise and obey. Aber es ist gut, dass wir von unserer Krypta welche mitgenommen haben. Vor allem, die zwicken nur mit ihren Scheren. Die setzen ja nicht mal ihren Schwanz aktiv ein. Normalerweise ist ja der Schwanz die Giftquelle. Der übrigens auch das Not-Symbol ist. Nur mal so nebenbei. Für diejenigen, die es nicht wissen sollten. Genau. Fresst euch satt an euren Kollegen. An euren ehemaligen. Nochmal schneller Schädel. Gut. Den Brunnen habe ich jetzt gerade mal benutzt. Ich finde das auch interessant mit dem Blut. Ich glaube, das ist auch neu. Das Detail war damals noch nicht dabei, als ich das Spiel gespielt habe. Wir sollten mal die Behausung mal ausschalten. Fällt mir gerade mal so ein. Die haben wir nämlich noch gar nicht weggeräumt. Haben auch genau dieselben Werte. Auf Wiedersehen. Attack. Habe ich ganz vergessen, die auszuschalten. Ist ja unglaublich. Scheint auch nur für unsere Nahkämpfer zu sein, der Vampirismus-Zauber. Interessant.
So viel zu deren Hütte. Ui, wir verlieren eine Menge Krieger, sehe ich gerade. Ah. Sehr schön. Jawohl, die Hütte ist auf Platt. Genau, join the Horde. Und ich sehe gerade, es ist gleich Partende. Aber die Hütte machen wir eben noch schnell platt. Gut, und dann würde ich sagen, liebe Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn wir uns am Mittwoch wiedersehen würden zu einem neuen Part von Undertort. Bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann immer ihr es gucken werdet. Und ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.